Der Beginn einer außergewöhnlichen Tournee. Schon der Fototermin vor dem Abflug ist etwas Besonderes. Ganz ruhig und sehr gut. Nochmal. Ich liebe Tourneen. Ich bin ein Tourneetier, ja. Ich mag das sehr. Ich finde das Orchester gut tut. Das bringt das Orchester viel. Wir haben natürlich ein ganz anders motiviertes Publikum. Das Publikum für sich zu gewinnen, zu begeistern, das ist unsere Aufgabe. Und das löst wirklich eine ganz besondere Inspannung in so einem Orchester aus. Ein Akt für sich. Die Verladung und Dokumentation aller Instrumente. Wenn wir die nach China einführen, brauchen die sowohl Seriennummern als auch Bezeichnungen und zusätzlich noch Bilder von jedem einzelnen Instrument. Wir haben es mal erlebt, auch in China bei einem anderen Orchester, dass der Dirigent halt ein Gastgeschenk bekommen hat. Ist keine Seltenheit. Hat das mit in seine Wrackkiste reingepackt, was er schon oft in seinem Leben getan hat und oft auch noch nie Probleme damit bekommen hat. In China wäre deswegen fast die komplette Fracht, die ganzen Instrumente stehen geblieben. Das soll bei der Asientournee 2014 natürlich nicht passieren. Eine perfekt abgestimmte logistische Choreografie sorgt dafür, dass jedes Instrument pünktlich und sicher ankommt. Unsere Flugzeit nach Seoul wird heute voraussichtlich 10 Stunden und 25 Minuten betragen. Unter unseren Fluggästen möchten wir heute ganz besonders das Kölner Gürzenich-Orchester begrüßen, das zum Auftakt seiner Konzerttournee durch Asien mit uns nach Südkorea fliegt. Wir haben uns noch nie getrennt, wir zwei, also auf allen Reisen. Ich habe es auch, selbst wenn jetzt in Köln transportiert wird, habe ich das immer bei mir. Also allein das Gefühl, Nacht zu haben, mein Instrument ist in Köln, ist für mich ziemlich schwierig. Ja, habe ich ein Problem mit. Ankunft in Seoul, die erste Station der Asientournee. Ein spannender Moment. Der erste Transport-LKW wird geöffnet. Die Musiker nehmen die vom Flug noch kalten Instrumente in Empfang. Und, sind wir warm? Ja. Oh, das ist wärmer als das, weil die geöffnet haben. Wir haben gute Orchesterwarte. Mann und Mann. Toll. Aha, alles heil, da ist man heilfroh, glaubt mir. Schön, ne? Wir freuen uns jetzt drauf und ich glaube, das wird ein schönes Konzert. Auf jeden Fall. Jetzt geht's los. Ach, ich habe jetzt gerade den Auftrittsapplaus fürs Orchester gehört und das ist eigentlich der Moment, auf den wir alle warten.
ganz junges Publikum. Das sind viele Studenten, viele junge Leute, viele Familien mit Kindern kommen ins Konzert. Das ist phänomenal. So wünscht man sich das eigentlich, ja? Sabine war ja 선생님이 제 거의 저도 클라리넷 하는데 제 멘토나 다름없는 분이라가지고. One word, wunderbar. Wunderbar. Naja, also sowas, also die dürfen jederzeit mit uns reisen, ja? Also tolles Erlebnis, ein ganz tolles Erlebnis. Ja. Das Konzert selber konnten Sie so genießen, wie ja. Es auch den Anschein hatte? Ja. Das war ein herrlicher Tourneestart. Also Bilderbuchstart. Bilderbuchstart zu dieser Tournee. Ich bin noch ganz so. Also, ich weiß ja nicht, das wird alles noch ein bisschen arbeiten und so. Wird jedem so gehen. Im ganzen Orchester wird das gehen. Nicht nur im Konzertsaal hat das Gürzenich-Orchester Köln während der Asientournee aufmerksame Zuhörer. In Hongkong nehmen 60 Schüler der Yinghua Grundschule am Uhrenaufprojekt teil. Can you imagine? We already hiked right on top of the mountain. And when the hiker in this music reaches the top of the mountain. Aufmerksam und fasziniert verfolgen die Schüler, welch spannende musikalische Geschichte in Richard Strauss' Alpensinfonie steckt. Die Kinder beteiligen sich engagiert und mit sicherem Gespür an der Auflösung der Fragen zum Aufbau des Stückes. Also ich fand die Kinder wahnsinnig bereit, so mitzumachen. Alle Fragen, auch die Fragen, die wir gestellt haben, so zum Beispiel, welche Klangfarbe, an was erinnert diese Klangfarbe, haben die wirklich sehr persönlich beantwortet. Und das war alles auch sehr richtig zur Musik. Also sie haben sich richtig eingelebt und haben wirklich mitgemacht. I think it is very special to have such great musicians to tell us a story about Mr. Strauss here, and they can use a piece of music to change it into a story, and that's very fantastic, and the story is very interesting too. Feierliche Eröffnung des 42. Hong Kong Arts Festivals. The opening is always very special, and we're delighted to have this orchestra in Hong Kong. They're on a tour, which makes it fantastic for us because the timing could not be better. And we're very, very glad that we caught them. And you know, this year we're looking at heroes, and there are many heroes gathering on stage and as well as elsewhere in this festival. And you know, you have a heroic piece of music for our program. Konzert, feierlicher Empfang beim deutschen Generalkonsul Nikolaus Graf Lambsdorff. Am Victoria Peak mit grandioser Aussicht auf das nächtliche Hongkong. Das war das Auftaktskonzert für das Hongkong Arts Festival. Das ist hier etwas ganz Besonderes und deswegen auch eine Ehre, dass ein deutsches Orchester
das erste Konzert spielen darf. Wunderbar. Die Stimmung im Orchester hat sich auf das Publikum übertragen und wieder zurück. Ganz wunderbar. Es war ein wirklich gelungenes Auftaktskonzert. It was a great joy to be performing in that hall. I have to say, the orchestra was on spiffing form. Ihr wart großartig, wenn ich es mal gerade einstreuen darf. Das war großartig. Das war großartig. Gehört habe, sind die Konzerte restlos ausverkauft, seit November schon. Und auch das spricht für die Qualität des Programms und auch für die Begeisterung, die das Gürzenich Orchester in Shanghai erfährt. Empfang des Kölner Oberbürgermeisters Jürgen Rothers und seines Amtskollegen in Shanghai. Kultur verbindet, bringt Menschen zusammen und stärkt das gegenseitige Verständnis. Anschließend bittet die Delegation aus der Domstadt zum Business-Empfang. Das Gürzenich Orchester ist ja ein bedeutendes deutsches Orchester. Und wenn es sich im Ausland präsentieren kann, präsentiert es auch Köln. Und es baut eine Brücke zwischen Kontinenten. Und insoweit kann man stolz darauf sein, solch einen Kulturbotschafter zu haben. Der nächste Tag in Shanghai wartet mit der Walküre auf. Auch das zweite Konzert ist hier ein voller Erfolg. Und Wölfe nicht. Doch weiter kühn mich
gehen. Ein wunderbares Gefühl auf die Bühne mit solch einer Energie, weil das Publikum war so begeistert in Musik. Und sie hört zu, so mit den Augen ganz deutlich und klar. Ich habe diese elektrische Energie zu fühlen. So dramatisch, ich habe es gedacht, es war viel Spaß. Aber ich fühle die Kameras dort, hier und da, da und so. Dann muss man etwas für die Kameras spielen. Oh. Ein bisschen Distraktion, sozusagen. Also doch ein besonderes Publikum. Ja, so fantastisch. Ja. Besonders der Mann in der dritten Reihe, der wird laut schreien. Bravo! Ich mache ihn sehr voll. Und ich habe gesehen, die haben relativ wenig auf die Monitore geschaut, also wo der Text dran stand. Die hingen sehr viel an uns, auch so an Ausdruck. Die Monitors für Text waren sehr gut. Aber seitlich, ne? Da haben sie seltener hingeschaut, also was ich gesehen habe. Also das Wenige, was sie an Spiel machen durften, das wurde aber vom Publikum voll aufgenommen, glaube ich. Ja, genau. Das genau. Gefühl hatte ich, ja. Absolut. Sensationell. Ja, sensationell war das. Das war sensationell. Das war so ein Konzert, das sich die ganze Zeit gesteigert hat. Es ist immer intensiver geworden, Schumann war sehr schön, sehr feinfühlig, sehr inspiriert. Ich glaube, eine tolle Werbung für Schumann. Auch gerade in diesem Programm, ja, wo es ja um Frühling geht und so weiter. Ja, und dann, Sänger ganz toll den Kontakt aufgenommen zum Publikum, Orchester ganz sensibel begleitet. Und dann haben wir in der 62. Minute das Tor gemacht. Nein, ich weiß es nicht. Es war irgendwie großartig. Und wir wussten ja, es ist irgendwie so ein Wagner-Publikum im Saal. Und dann mit den Zugaben kam dann irgendwie nochmal so genau die richtige Steigung. Also erst dieses, kann man sagen, Sublime von dem Parsifal, das ganz Erlesene. Diese ganze Größe und Tiefe und so weiter. Das Orchester wunderbar musiziert. Und dann Lohengrin war ich einfach mal so ein bisschen das anzuheizen, ja. Und dann, als dann fürs Publikum eingeblendet wurde, jetzt kommt der Walkürenritt, da waren die ja schon vorweg aus dem Häuschen, dann brauchte man nur in die Stimmung rein, dann irgendwie Musik machen. Toll! Also nochmal eine Steigerung. Ja, crescendo, die ganze Zeit. Okay, danke. So! Was ist denn das Besondere, jetzt in so einem großen Saal vor fremdem Publikum an einer fremden Orgel zu spielen? Es ist eine große Aufregung, vor allem weil wir während des ganzen Tournees gar keine Pfeifenorgel zur Verfügung hätten. Heute ist das erste Mal, dass wir auf einer Pfeifenorgel spielen und ich muss das Ganze registrieren, das heißt die entsprechenden Klangmischungen herausfinden, speichern und hoffentlich dann wiedergeben. Man sieht ja, die Orgel ist ja riesig, wenn man jetzt einmal so hochguckt.
Ist das jetzt für Sie auch einer der größten Orgeln, die Sie gespielt haben? Ja, es gibt in Deutschland schon große Orgeln, aber diese ist sicherlich eine von den größten. Und ich glaube, ich habe es gelesen, in Asien sowohl die größte. Es ist übrigens stammt von einem Orgelbauer aus Bonn, der Firma Kleiss. Dann ist das schon mal ein bisschen aus der Nähe, von Köln zumindest. Genau, haben wir so gesagt mitgebracht. Auf der gesamten Tournee, also auch in Peking dabei, ist dieses ungewöhnliche Instrument, die Windmaschine. Auch für den Part der Windmaschine in der alten Sinfonie gibt es natürlich Noten. Aber Christoph Baumgartner muss nicht nur auf die Noten aufpassen. Die Windmaschine kommt natürlich in der Oper genauso zum Einsatz und da spielt man im Allgemeinen im Anzug, sprich auch mit Krawatte. Allerdings wird dem Windmaschinenspieler empfohlen, das Ganze ohne Krawatte zu machen. Ich hatte selber schon die Situation, wollte auch alles korrekt machen, habe mir die Krawatte quasi einfach ins Hemd reingesteckt. Nur nach der ersten Drehung war die Krawatte auch schon wieder draußen. Aber die Stelle war noch nicht zu Ende. Und das kam dann tatsächlich so weit, dass sich die Krawatte in die Windmaschine reingewickelt hat und es quasi eigentlich auch ein bisschen gefährlich wurde. Seither wird in der Oper nur noch Windmaschine ohne Krawatte gespielt. Schönes Konzert, kann ich nur sagen. Ganz große Klasse und ich möchte dem Gürzenich-Orchester und Herrn Marco Stenz ganz herzlich gratulieren zu dieser Performance. Beim Abschlusskonzert in Peking überrascht das Gürzenich-Orchester Köln das Publikum mit einem beliebten chinesischen Volkslied. Natürlich. Ja, ich freue mich total, dass wir... Wir haben schon die Saison zusammen angefangen und jetzt ja, hier genau. Heimspiel. Ja, großartig. Das hat mich total gefreut. Was hat die Familie? War die Familie da? Ja, meine Familie ist... Wo sind im Saal. Also ich weiß es auch nicht. Ja. Ja, jetzt gehen wir. Du musst alles wissen. Ja. Das ist meine Mutter und hier ist meine Schwiegermutter. Und mein Vater hier. Und er hat, genau, um 12 Uhr hatte er 60. Geburtstag. Ich finde, während dieser Tournee haben wir das chinesische Publikum noch besser kennengelernt. Ja, und das chinesische Publikum haben uns auch gegenseitig auch sehr gut kennengelernt. Und ich finde, das ist wunderbar und wir haben später noch sehr viele Chancen, nochmal nach China zu reisen, nochmal für chinesische Publikum zu spielen.